Wir sind heute in Frankfurt und besuchen Peter Femfert. Peter Femfert hat die Galerie und ist seit 44 Jahren Galerist. All die wunderbaren Sachen, die er erlebt hat und die er tut, die schauen wir uns jetzt an. Vielleicht zeigt er uns auch ein paar von seinen alten Sachen, wie er mit 100 Wasser gechillt hat vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Die Galerie. Hi. Hallo. Schönen guten Tag. Hi, hi. Der Chris. Hi, genau der Chris. Hi. Hallo. Willkommen. Ich habe Sie da draußen schon rum. Ja, wir wollten Sie jetzt nicht überraschen. Wir waren jetzt kein Problem. Also ich würde grundlegend, glaube ich, interessant, wie man so darauf kommt, die Entscheidung zu treffen, Galerist zu werden oder ein Leben mit Kunst zu verbringen. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Das ist eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung gewesen, weil ich aus dem Haifischteich eines amerikanischen Unternehmens raus wollte und was anderes machen wollte in meinem Leben. Und da ich mich für Kunst interessiert habe und Freude daran hatte, habe ich mit einem Partner damals zusammen Grafikeditionen gemacht. Damals gab es noch wir reden von 1979, also ja, ein bisschen länger her. Ja. Damals gab es noch einen Markt für Grafiken, interessanten Grafikenmarkt. Und das hat Spaß gemacht. Und ist bis heute so geblieben. Damals war das eine schöne Sache. Und wir waren die Bösen, die diese 10.000 Auflagen gemacht haben, okay, nummeriert und handsigniert. Ja. Was natürlich gegen den Kunstmarkt allgemein war. Aber es waren halt Originalgrafiken, genauso eine Lithografie vom Stein gedruckt, wie die kleine Lithografie in einer 100er Auflage oder einer 60er Auflage und genauso nummeriert und handsigniert vom Künstler, nur in der großen Menge. Als dann quasi die Galerie begonnen hat und die Kunstdrucke losging und dann irgendwie alles Fahrt aufgenommen hat, was war dann so der nächste Schritt, wo Sie gesagt haben oder wo Sie jetzt rückwirkend sagen würden, das war so irgendwie bedeutend, das zu tun, das uns irgendwie geholfen hat, weiterzumachen? Also das Interessante war natürlich, dass wir ein paar interessante und gute Künstler hatten, denen wir ein ordentliches Honorar geboten haben und die da deshalb bereit waren, eine Grafikauflage mit 10.000 Exemplaren zu machen, was ja schon außergewöhnlich war. Ja. 100 Wasser zum Beispiel, den ich vorher mal beim Segeln kennengelernt hatte, ein paar Jahre vorher schon, als ich noch keine Galerie hatte. Und ja, mit dem haben wir dann eine Grafikedition gemacht, die Homo Humus Come Va, in 10.000 Exemplaren nummeriert und handsigniert. Aber das Witzige an dieser Grafik war, dass jedes der Blätter eine Variante, eine Farbvariante war. Es gab also 10.254 Farbvarianten insgesamt. Ehrlich, das war schon sehr besonders. Ne? Die gibt es heute nach wie vor. Haben wir damals für 480 Mark im Zusammenhang mit einer Mappe insgesamt 6 Grafiken vertrieben, mit ganzseitigen Anzeigen im Stern, im Zeitmagazin, in Schöner Wohnen und so weiter. Und ein bisschen gebibbert natürlich, weil wir nicht wussten, ob es funktionieren würde. Ja. Und das hat aber funktioniert, erfreulicherweise. Und das war auch die Idee von 100 Wasser, der sagte, ich möchte, dass meine Kunst für viele Leute erschwinglich ist. Mhm. Also nicht nur den Reichen zur Verfügung steht, sondern auch jungen Leuten, die sich für Kunst interessieren. Und das hat damit natürlich geknappt. Ne? Unheimlich interessant. Mhm. Ich fand den Zufall, dass Sie 100 Wasser kennengelernt haben, den fand ich irgendwie auch sehr spannend. Also ja, das sind Zufälle im Leben, die immer passieren. Man kann ja Zufälle auch manchmal drehen ein bisschen, man kann Einfluss nehmen ein bisschen. Ich glaube, es ist nicht alles reiner Zufall, sondern ich glaube, viele der Dinge, die im Leben passieren, sind auch gelenkte Zufälle. Aber unabhängig davon, ich habe ihn beim Segeln kennengelernt ein paar Jahre vorher und das war witzig und nett und wir haben uns verstanden. Und dann habe ich noch das große Glück gehabt, dass ich dann eine Venezianerin kennengelernt habe, die dann wenige Jahre später zu meiner Frau wurde. Und wir sind immer noch glücklich verheiratet und haben 2 Kinder, die aber so groß sind wie Sie. Ne? Ja, richtig. Erwachsen. Wunderbar. Große Jungs. Mhm. Und mit 100 Wasser habe ich dann sehr lange gearbeitet. Ich habe andere Grafiken von ihm verlegt später und habe auch Ausstellungen für ihn organisiert und gemacht. Und war eine gute Freundschaft, war eine gute Beziehung, die wir miteinander hatten. Wie war die Zeit so, als Sie mit 100 Wasser gearbeitet haben? War das wild? Das war eine interessante Zeit, weil er ein Mensch war, der eigentlich nicht so in das normale Schema passt hinein. Das war,
Der war irgendwie, ich will nicht sagen, dass er autistisch war, das ist sicherlich falsch, aber er war jemand, der ein bisschen abseits unserer normalen Welt lebte. Ne? Mhm. Hatte zum Beispiel, der hatte ein sehr schönes Haus auf der Insel Giudecca in Venedig, hatte nie Geld in der Hosentasche. Ne? Der hatte gar kein Geld. Der war so wie die Königin von England, die ja auch ohne Geld wahrscheinlich durch die Welt reist. Ja. Ne? Und er hatte auch kein Geld. Und wenn er ins Vaporetto gestiegen ist, dann musste irgendjemand für ihn bezahlen. Ne? Das war ganz witzig. Ja, ja. Wir sind am Kanal der Giudecca entlang gelaufen und haben Holz gesammelt, was da angespült worden war, um seinen Kamin zu heizen. Ja. Obwohl er sicherlich kein armer Mann war. Ja. Das, also ich finde das so interessant. Sie haben ja beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, dass er um sein Haus immer rumgezogen ist und auch irgendwie so Sachen gesammelt hat, die wild da rumlagen, um irgendwas da herzustellen, was man auch sich gar nicht denken würde, wenn man quasi eine Außenwahrnehmung von jemandem hat. Und also er hat sein ganzes Brennholz zum Beispiel auf der Straße oder am Strand gesammelt, ohne Ausnahme. Er hat keine Heizkosten gehabt, hat sein Brennholz einfach gesammelt. Und ich meine, ich kenne in Frankfurt jemand, mit dem ich gut befreundet war, der leider vor wenigen Tagen verstorben ist. Mit dem war ich letztlich essen, hier bei einem unserer Italiener um die Ecke. Und als wir auf dem Rückweg von dem italienischen Restaurant waren, war da Sperrmüll auf der Straße. Und der Herr und ich haben einen schönen Stuhl gesehen und den haben wir genommen und haben ihn beide zusammen zurück in die Galerie getragen. Oh. Den habe ich nach wie vor im ersten Stock oben. Ja, weil der schön ist einfach. Zum Beispiel, es gibt Menschen, mit denen man sowas machen kann. Und es gibt andere Menschen, die glauben, einen guten Stuhl, der auf der Straße liegt, muss man liegen lassen, weil das irgendwie sonderbar wäre. Stimmt ja eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt auch nicht. Die Schränke finde ich ja auch super. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Meine Grafikschränke, ich meine, ich ärgere mich über diese hässlichen Stahlschränke, die es im Handel gibt sozusagen. Und da habe ich mich mal hingesetzt und habe gezeichnet, wie ich mir gerne einen Grafikschrank vorstelle. Ja. Und das ist halt diese Form, die ja doch auch ein bisschen jugendstilig ist oder so etwas. Ja. Sie können die Klappe hochklappen und dann können Sie auch was präsentieren. Mhm. Da ist ein Stock drin, da können Sie feststellen. Und dann habe ich hier Schubladen, ganz schön mit. Ja. Da bin ich selber auf dem Schiff. Da, das sind. Wow. Das sieht schon das richtig bin ich auf dem Nordatlantik. Wild aus. Sehen Sie, das ist das ist eine schöne, schöne Atlantiküberquerung gewesen, die wir gemacht haben. Ich gehe nach wie vor jedes Jahr segeln mit Freunden oder so. Ist es, wenn Sie jetzt immer noch segeln gehen, ist das immer noch, sind die Touren immer noch so groß? Ja. Oder? Ja? Ich bin dieses Jahr 4 Wochen Ägäis gesegelt. Ja. Und vor 2 Jahren 5 Wochen von Athen runter nach Kreta. Einmal rund Kreta und wieder zurück. Wow. Also schon Langstrecke. Schön. Wow. Das ist wirklich schön.